Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 109 Gesetze der Zaubererwelt. Sonntagabend saß Kingsley zu Hause an seinem Schreibtisch und verbrachte wie üblich seine Freizeit damit, den neuen Gesetzestext, den freiwillige Helfer aufgrund seiner Vorgaben fertiggestellt hatten, durchzugehen und zu korrigieren. Für Werwölfe sollte weiterhin gelten, dass sie mit einem Tränkepass die Einnahme des Wolfsbandtranks bestätigen müssten. Weil die Infizierten jedoch meist finanziell benachteiligt waren, wollte man ihr Problem zu dem des Ministeriums machen, sodass sie den Trank auf Kosten der Regierung erhalten sollten. Als Arthur sich neulich einen Überblick über die Finanzen verschafft hatte, hatte er nämlich bemerkt, dass die vorhergehenden Minister alle ziemlich knauserig gewesen sein mussten, denn die Kassen waren voll und das trotz eines vorangegangenen Krieges. Arthur hatte gesagt, dass mit jeder Unterschrift, die ein Zaubertränkemeister auf dem Tränkepass eines Werwolfs hinterlassen würde, 12 Galeonen auf dessen Konto fließen sollten. Demzufolge konnte sich jeder Werwolf selbst aussuchen, welchen Zaubertränkemeister er aufsuchen wollte. Oder er musste sich einfach ins St. Mungus begeben, um dort seine Tränke zu erhalten. Die Arbeitsgesetze für Werwölfe waren ebenfalls geändert worden und nach den neuen Vorschriften war es keinem Werwolf mehr verboten, bestimmte Berufe auszuführen. Lediglich zur Zeit des Vollmonds und je einen Tag vorher und nachher sollten sie einer Beschäftigung nicht nachgehen dürfen. Weiterhin galt, dass diejenigen, die absichtlich und unbeabsichtigt den Trank nicht einnehmen würden, mit einer lebenslangen Haftstrafe oder, je nach Schwere eines Falls, auch mit einer Todesstrafe zu rechnen hatten, womit man an das Gewissen und das Pflichtbewusstsein appellieren wollte. Das Ministerium hoffte, mit dieser begünstigenden Regelung die bisher nicht gemeldeten Werwölfe aus ihren Verstecken locken zu können. Jene, die sich für ihren Trank selbst oder heimlich von jemand anderem haben brauen lassen oder, was viel schlimmer war, niemanden hatten, dem sie sich bisher anvertrauen konnten und damit monatlich eine Gefahr für Zauberer und Muggel darstellte, weil sie als ungebändigte Bestien die Wälder unsicher machten. Das erste Mal könnte man sich auf diesem Wege einen Überblick über die Population der Werwölfe verschaffen. Die Eheschließung und Familiengründung eines Werwolfs war eine Angelegenheit gewesen, die besonders Kingsley seine ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt hatte, denn es gab keinerlei Studien darüber, ob gezeugte Kinder die Infektion in sich tragen würden, was auch der Grund gewesen war, weshalb man damals die entwürdigenden Kastrationsgesetze erarbeitet hatte. Bevor Kingsley hier eine Entscheidung treffen wollte, musste er Nachforschungen betreiben, was den natürlich gezeugten Nachwuchs eines Werwolfs betraf. Das stellte jetzt schon ein Problem dar, denn sicherlich würde kein Werwolf zugeben, ein Kind zu haben, weil es gesetzlich verboten war und mit Azkaban bestraft werden würde. Vielleicht gab es aber solche Kinder und mit denen könnte man beweisen, dass der Nachwuchs eines Werwolfs womöglich nicht automatisch infiziert sein würde. Ich werde Remus fragen müssen, der kennt hoffentlich ein paar Werwölfe oder weiß, wo ich nachschauen muss, sagte Kingsley zu sich selbst,
bevor er diesen Punkt fett markierte und dann zum nächsten sprang. Auf keinen Fall wollte er Ehe und Familienplanung einfach absegnen. Falls die Kinder tatsächlich allein aufgrund ihrer Abstammung infiziert sein würden und man dank der unüberlegten Gesetzesänderung plötzlich einem enormen Populationsanstieg an Werwölfen verzeichnen würde. Er benötigte Studien, bevor er das zulassen durfte. Bei den Gesetzen zu Vampiren konnte man kaum etwas verändern, denn sie waren durch ihre Unberechenbarkeit sehr gefährlich. Höchstens im Arbeitsrecht könnte man aufgeschlossener sein, doch man müsste leider weiterhin mit Übergriffen rechnen, denn nicht jeder Vampir konnte seine Instinkte so gut beherrschen wie zum Beispiel Sanguini, von dem Kingsley bisher große Hilfe erhalten hatte. Wenn sogar Sanguini der Meinung war, dass man Vampire weiterhin an der kurzen Leine nehmen müsste, dann dürfte Kingsley in diesem Punkt leider gar nichts ändern. Das Gesetz über die Haltung von Hauselfen war jedoch nicht geändert worden, denn bisher war Kingsley noch nicht dazu gekommen, mit dem freien Hauselfen Dobby zu sprechen. Darüber hinaus wollte er auch die Meinungen von Hauselfen einholen, die bei Familien beschäftigt waren, doch die, mit denen er bereits eine Unterhaltung geführt hatte, hatten ihm nicht weiterhelfen können. Keine der Elfen konnte oder wollte negative Aspekte ihres Lebens nennen. Die Zentauren würden sich hoffentlich freuen, dass man sich dazu entschlossen hatte, ihre Reservate zu vergrößern. Wenn Arthur es mit dem anderen Minister geklärt hätte und Albus mit den Zentauren sprechen würde, könnte man ihnen ein schönes Stückchen der Highlands geben. Ein dreieckig geformtes Gebiet zwischen Tomic, Lefty und Tom Krasky, welches über Wälder und Seen verfügte. Kingsley stöhnte, denn diese Kleinigkeiten wie die Sache mit den Hauselfen hielten ihn auf, die neuen Gesetze fertigstellen zu können. Mit seinem Gewissen war es nicht zu vereinbaren, die Regelungen für die Elfen einfach so zu belassen, wie sie waren. Sicherlich könnte er einfach niederschreiben, dass Hauselfen nicht herabwertend behandelt werden dürften, doch wenn eine Elfe niemals etwas gegen ihren Meister und dessen Familie sagen würde, wäre das Gesetz völlig nutzlos. Harry, sagte Kingsley zu sich selbst. Denn Harry hatte einen Hauselfen, auch wenn er den bisher noch nie gesehen hatte. Vielleicht würde er Harry heute Abend auf dem Ordenstreffen sehen, denn beim letzten Mal hatten alle dafür gestimmt, dass zumindest Harry, Sirius und Severus den Versammlungen wieder beiwohnen sollten und Remus hatte verlauten lassen, dass man auch überlegen sollte, die anderen wieder aufzunehmen, die Harry damals in den Orden gebracht hatte. Am Abend apparierte Kingsley zum Grimmelplatz Nummer 12 und er nahm all seine Unterlagen mit, an denen er arbeitete, um nach dem Treffen mit Arthur einige Punkte durchzugehen. »Kingsley, komm rein, Junge«, sagte Alistair, der sich die Bezeichnung »Junge« nur erlauben durfte, weil er älter war als Kingsley und sie sich sehr nahe standen. »Guten Abend, Alistair. Schon jemand da?« fragte Kingsley seinen Ordensbruder. »Nur Molly, Arthur, Harry und Ginny. Aber die waren schon vor einer Stunde gekommen. Von den anderen bin ich der Erste. Komm, wir setzen uns in die Bibliothek, bis das Treffen beginnt«, sagte Alistair. Natürlich war Alistair wegen seines magischen Auges die dicke Mappe aufgefallen, die Kingsley unter seinem Umhang mit sich führte, weswegen er fragte: »Hast wohl deine Arbeit wieder mit nach Hause genommen, was?« Um seine Frage zu untermauern, klopfte er mit dem Knöchel auf die Stelle, an der Kingsleys Bauchmuskeln liegen müssten, doch man hörte einen dumpfen Ton. Alistair musste grinsen und Kingsley ließ sich davon anstecken,
bevor er den unfertigen Gesetzestext unter seinem Umhang hervorholte. Die beiden gingen an der Küche vorbei und Kingsley hörte die vertrauten Stimmen seiner Freunde, bevor sie gemeinsam in die Bibliothek gingen. In der Küche hatte momentan Molly das Sagen, denn sie plante bereits. Also, eure Hochzeit wird natürlich etwas größer ausfallen als die von Sirius. Ihr kennt ja auch viel mehr Leute. Sie blickte ihren Mann an und ihr schien ein Gedanke durch den Kopf zu gehen, den sie jedoch nicht aussprechen wollte. Für Harry sah es so aus, als wollte Molly Arthur dazu bringen, das Wort zu übernehmen. Arthur nahm sich die Brille von der Nase und putzte sie, was für Ginny und Harry ein Zeichen dafür war, dass ihm die Situation unangenehm zu sein schien. Die drei hatten geduldig darauf gewartet, bis Arthur mit dem Putzen seiner Brille fertig war, während er gehofft hatte, das Thema würde derweil gewechselt werden. Aber diesen Gefallen hatte ihm niemand getan. Er seufzte und erklärte dann widerwillig. Naja, Ginny ist ja meine Tochter und ich bin der Minister. Arthur beendete den Satz nicht, weswegen Molly ihn versehentlich mit dem Ellbogen an der Schulter streifte, während sie aufstand und zum Herd hinüberging. Was ich also damit sagen möchte, ist... Dad, bitte, sag es einfach, bat Ginny verzweifelt. Gespannt lauschte Harry, als Arthur sagte: Es wird euch nicht gefallen, aber es ist nun einmal so, dass ich Minister bin und wenn... Hör nicht immer mitten im Satz auf, nörgelte seine Tochter. Wieder seufzte Arthur, bevor er endlich sagte: Deine Heirat wird ein großes Ereignis für die Öffentlichkeit darstellen. Gerade weil du Harry heiraten wirst, der auch nicht gerade, naja, unbekannt ist. Harry öffnete bereits den Mund, doch Ginny kam ihm zuvor und meckerte. Ihr wollt, dass wir eine öffentliche Sache daraus machen, mit Presse und Promis, richtig? Arthur schüttelte reumütig den Kopf und erklärte. Ich möchte das gar nicht, Liebes, aber es wird von mir erwartet. Man könnte es falsch verstehen, wenn... Plötzlich schlug er mit der Faust auf den Tisch und sagte: Wisst ihr was? Die können mich kreuzweise. Er lächelte zu Ginny und Harry hinüber und fügte hinzu: Sollen die doch über mich schreiben, was sie möchten. Meine Tochter und mein Schwiegersohn dürfen so heiraten, wie sie es möchten und nicht, wie es von ihnen erwartet wird. Basta! Es war nicht zu übersehen, dass Arthur sich trotzdem Gedanken darüber machte, was im Tagespropheten stehen könnte, sollte man nicht einmal die Presse zu so einem großen Ereignis einladen. Es war nun einmal ein großes Event, denn es handelte sich immerhin um Harry Potter, der die Tochter des Ministers ehelichen würde. Habe ich dir doch gesagt, warf Molly vom Herd hinüber, dass man keine öffentliche Veranstaltung daraus machen muss. Trotzdem kennen Harry und Ginny viel mehr Leute. Sie legte den Kochlöffel beiseite und nahm ein Handtuch, um den Deckel wieder auf den Topf zu legen, bevor sie sich die Hände abtrocknete und zu Harry und Ginny sagte: Ich brauche eine Gästeliste von euch. Ginny rollte mit den Augen, was Molly übersehen wollte, und Harry grinste nur, bevor er fragte: Willst du alles ganz alleine organisieren? Ihr habt zugestimmt, dass ich darf, sagte sie mit erhobenem Zeigefinger. Gelangweilt hob und senkte Ginny die Schultern und sagte zu Harry: Dann haben wir wenigstens keinen Stress mit der Planung, oder was meinst du? Er schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf, bevor er zu Molly sagte: Gut, wir machen eine Liste fertig und schreiben ein paar Wünsche auf. Und dann kannst du loslegen. Jetzt schien Molly wie von den Socken gehauen. Denn sie wollte diese Aufgabe zwar an sich reißen, für ihre Tochter die Hochzeit organisieren zu dürfen, aber das, was man ihr tatsächlich überlassen würde, hatte sie so sehr überwältigt, dass sie eine Hand an ihr Herz legen musste.
Ich... Molly schluckte und begann nochmals. Ich darf wirklich? Ginny musste aus vollem Halse lachen, während Harry einfach nur nickte und erwiderte. Ja, warum nicht? Du wirst das schon machen. Oh, das ist ja herrlich. Ich habe da schon so viele Ideen, murmelte Molly aufgeregt zu sich selbst. So viele. Oh, ich muss es mir alles aufschreiben, bevor ich es vergesse. Das wird eine wunderschöne Hochzeit werden. Sie blickte zu den beiden hinüber und fragte. So grob geschätzt, wie viele Gäste werden es ungefähr werden? Nur damit ich schon einmal nach Ort Ausschau halten kann. Harry und Ginny blickten sich fragend an, bevor Ginny unsicher sagte. Ich denke, unsere Liste wird ähnlich sein wie die von Hermines Geburtstag. Vielleicht ein paar mehr. Ihr macht so schnell wie möglich die Liste, forderte Molly, bevor hinter ihr etwas überkochte und sie sich wieder dem Herd widmete. Es klopfte an der Tür und Arthur stand auf, um die Gäste hineinzulassen. An der Tür staunte er nicht schlecht, als er Severus in der Begleitung von Hermine sah. Guten Abend, ihr beide. Kommt doch rein. Als die beiden ihn begrüßt hatten, sagte Arthur. Es hat mich gewundert, dass Albus auch dich, Hermine, für heute eingeladen hat. Beim letzten Treffen wollte er das doch nicht. Severus verzog sein Gesicht und sagte. Wollte er nicht? Na, vielleicht hat er bemerkt, dass der Andrang, in den Phönixorden aufgenommen zu werden, nicht mehr ganz so groß ist. Hermine musste kurz auflachen, bevor sich beide von Arthur in die Küche führen ließen. Severus beobachtete, wie Hermine von Harry und der jungen Weasley mit je einem Kuss auf die Wange begrüßt wurde, und auch Molly grüßte sie auf die gleiche Weise. Ihm hingegen hielt man die Hand entgegen. Auf dem Flur hörte man Dielen quietschen und kurz darauf waren die Stimmen von Alistair und Kingsley zu hören, bevor diese kurze Zeit später die Küche betraten. Nachdem sich alle begrüßt hatten, setzte sich Kingsley neben Harry und fragte, während die anderen ihren eigenen Gesprächen nachgingen. Sag mal, Harry, du hast doch einen Hauself. Harry nickte und Kingsley rückte mit der Sprache heraus. Würdest du ihn bitten, mich demnächst mal zu besuchen, damit ich mich ein wenig mit ihm unterhalten kann? Klar, warum nicht? Über was genau willst du denn mit ihm reden? Oder ist das geheim? Wollte Harry wissen. Geheim ist es wohl nicht, dass die Gesetze für Tier und Halbwesen geändert werden, antwortete Kingsley, und hier horchte Hermine auf, die kurz zuvor noch dem Gespräch über Hexenjäger gelauscht hatte, welches Alistair und Arthur geführt hatten. Sie blickte Harry und Kingsley an, um dort weiter zuhören zu können, was keinen der beiden störte. »Du willst meinen Hauself fragen, was er für Gesetze haben wollen würde?« fragte Harry, und Kingsley nickte. Hermine beteiligte sich an dem Gespräch über die Gesetzesänderung und sofort, als Severus ihre Stimme neben sich wahrgenommen hatte, verlor er das Interesse an der aufregenden Unterhaltung zwischen Alistair und Arthur, um ihr zuzuhören, als sie Kingsley fragte. Wie weit bist du denn? Bis auf wenige Punkte fast fertig. Die Hauselfen fehlen noch und einige Abmachungen zwischen Arthur und dem anderen Minister wegen der größeren Reservate für die Zentauren. Schwärmend, sagte Hermine. Ich würde die Entwürfe gern mal lesen. Oh, da musst du Arthur fragen, aber ich denke nicht, dass er etwas dagegen haben würde, antwortete Kingsley. Weil Arthur seinen Namen gehört hatte, blickte er Kingsley an, und mit nur wenigen Sätzen war geklärt, dass man Hermine Einsicht in den Einwurf gewähren wollte. Vielleicht könnte sie hier und da noch Ideen einbringen. Seine Bedenken äußerte Severus sehr ruhig, denn er sagte, »Das ist eine langwierige Aufgabe. Woher wollen Sie die Zeit nehmen, Hermine?« Gelassen zog sie ihre Augenbrauen hinauf, bevor sie schelmisch erwiderte, »Dann mache ich es eben einfach so wie Sie. Ich schlafe weniger.« »Sollte es zu belastend werden?« »Ich weiß schon, wann ich aufhören muss.« Fuhr sie ihm über den Mund, denn es gefiel ihr gar nicht, dass er sie so bevormunden wollte. »Wie Sie meinen.«
Die meisten waren bereits eingetroffen. Arabella, Daedalus, Mandanges, Sturges, Hestia und Hagrid. Es fehlten nur noch Minerva, Albus, Remus und Tonks. Und kaum hatte man von letzteren beiden gesprochen, standen sie auch schon im Türrahmen der Küche. Severus beobachtete Tonks dabei, wie sie die meisten sehr innig begrüßte, aber dass selbst Remus mit Küssen auf der Wange um sich warf, missfiel ihm. Der Werwolf steckte seine Nase sofort in den auf dem Herd stehenden Topf und er fragte Molly neugierig, was es heute zu essen geben würde. Die Stimmung auf dem letzten Ordenstreffen, welches er vor seiner Flucht noch besucht hatte, war sehr bedrückend gewesen. Diese düstere Stimmung war heute nicht mehr zu erkennen und wohnte offenbar nur noch in seinem tiefsten Inneren. Die Treffen des Ordens hatte Severus bisher immer nur mit negativen Dingen in Zusammenhang bringen können. Es waren damals andere Zeiten gewesen, Zeiten, in denen Voldemort die Welt bedroht hatte. Die Furcht vor einer Niederlage hatte jedem so sehr in den Knochen gesessen, dass selten eine ausgelassene Stimmung zustande gekommen war. Heute war es anders. Am heutigen Abend unterhielten sich die Anwesenden vor dem eigentlichen Beginn des Ordens nicht über die bevorstehenden Gefahren eines Angriffs von Todessern, sondern über Hochzeitsvorbereitungen, Gesetzesänderungen und über Kochrezepte. Als würde er nicht dazugehören, blickte sich Severus unmerklich um, damit er die Leute betrachten konnte. Remus und Molly unterhielten sich, während er ihr beim Kochen zur Hand ging, über den Job, den er bei Madame Rosmerta bekommen hatte. Tonks, Ginny und Harry schmiedeten Pläne zur bevorstehenden Hochzeit und unterhielten sich über die Vergangene von Sirius und Anne, wo Severus heraushören konnte, dass Tonks den Brautstrauß gefangen haben musste. Weiter hinten sitzend tauschen Arabella, Hagrid und Hestia unterhaltsame Geschichten über die Dinge aus, die ihre Haustiere in der letzten Zeit angestellt hatten, während Mandanges, wie üblich, den vorhandenen Wein für später bereits verkostete. Kingsley und Hermine hatten sich in ein Gespräch über Hauselfen vertieft und Severus konnte erkennen, wie sehr seine Schülerin von diesem Thema fasziniert war. Als sein Blick auf Arthur fiel, der bereits über Robert Hopkins sprach, bemerkte Severus, dass dessen Gesprächspartner Alistair mit seinem magischen Auge auf ihm verweilte. An Alistair und seiner Abneigung ihm gegenüber hatte sich offensichtlich gar nichts geändert und es war eine Erleichterung, dass dieses Ordenstreffen zumindest eine kleine Vertrautheit mit sich brachte, auch wenn die nur daraus bestand, von Alistair im Auge behalten zu werden. Alistairs magische Auge wandte sich plötzlich von ihm ab, ohne dass der Mann seinen Kopf bewegte. Severus folgte dem Blick des magischen Auges und sah an der Küchentür Albus und Minerva stehen, die sich an den Händen hielten und sich offensichtlich einen Überblick über die anwesenden Gäste verschafften. Alistair begrüßte die beiden, so dass alle über deren Anwesenheit informiert wurden. Jeder drehte seinen Kopf zur Tür und manche sahen noch, wie Albus und Minerva gerade ihre Hände losließen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.